Hallo Leute, und das war zu früh angefangen, aber egal. Hallo und herzlich willkommen zurück bei einer, bei der Tech Town Fortsetzung quasi. Bei der Tech Town, genau, wir sind hier in Tech Town. Nein, man, wir sind bei der Tech Town Fortsetzung, das heißt, das ist das Zwischenprojekt jetzt. Aha. Zwischen den zwei Staffeln. Und zwar ist es Wax Sea of Flames, und der Sea of Flames sollte sich eigentlich selbst erklären. So ein bisschen. Ja, das ist eine Adventure-Map, auf der man eigentlich, soweit ich weiß, muss man sein eigenes Haus sogar noch bauen. Also, weil es halt relativ lang geht, die Adventure-Map. Ah, hier, guck mal. Schild, Knockback 2 und Lederhosen. Ich zieh mir eine Lederhose an. Bin ich hier in Bayern oder was? Hast du deine Lederhose dabei? Ey. Oh, Knockback. Wir müssen uns ein bisschen umschauen, wir müssen eigentlich direkt mal los. Ja, möchtest du mal vorlesen hier? Wir müssen es einfach nicht vorlesen, es ist einfach nur, ja, das Grundrezept ist, wir müssen ein Monument am Ende bauen aus Eisenblöcken. Das heißt, wir müssen Eisenbarren finden und farbige Wollblöcke, die wir dann irgendwo einsetzen, da kann ich mich auch noch dran erinnern. Deswegen, ich laufe jetzt einfach mal los, weil du scheiße bist. Lauf ich jetzt auch meinen eigenen Weg? Oder hinten sehe ich noch eine Kiste? Fahr ich da hin? Also wir sollten uns schon so nicht so unbedingt trennen, ne? Ja. Mach ich jetzt aber. Naja. Ich habe irgendwie das Gefühl, dass es so ein bisschen laggt, aber es laggt. Eigentlich nicht. Was oder war das? Da war ein Creeper. Ups. Leck mir doch die Eier ein. Hey, da bist du ja. Was war denn da drin? Potion. Auf und was? Gleich eine gebrauchen werde. Wahrscheinlich. Was da los? Was war los bei dir? Da waren. Moment. Komm her. Ich baue mich mal hier rüber. Was war das? Instant Health. Health. Darf man sich darüber bauen? Ja, man muss sich ja darüber bauen. Man muss ja weiterkommen. Ja, aber. Warte mal, hier ist ein Schild. Fällt doch in die Lava rein. Tacos. They are in fact delicious. Ah ja. Man fällt in die Lava rein. Die Sanddinger fallen in die Lava rein. Ist die Lava so tief? Nein. Guck mal hier. Doch. WTF! Zu viel dazu. Warte. Wo ist dein Schild? Ich tippe mich mal kurz. Wo ist dein Schild? Toll. Woher hast du die Äpfel, frage ich mich eher. Von die dir? Noch am Anfang? Achso. WTF! Hast du mein Schild? Nee. Mein Schild ist tot. Hier sind deine Lederhosen. Mein Schild ist tot. Nein. Hier ist dein Schild. Nein, behalte. Als ob ich dir. Ich wollte gerade sagen, als ob ich dir das jetzt wiedergebe, bevor du stirbst. Lol. Yeah, man muss doch aber irgendwie darüber kommen. Ja, so. Mit runterfallen. Oh, kacke. Ja, WTF. Wie tief. Nee, das kannst du vergessen, so tief wie das sein. Was steht denn hier auf dem Schild? So tief wie das sein. Tacos, they are in fact delicious. Ja. Ich glaube, der Entwickler steht auf Tacos. Nee, wie kommst du da drauf? Das ist eine Vermutung. Achso. Warte, du kannst ja Sand farmen und ich baue den Sand hier einfach an. Ich könnte ja, aber was hätte ich für einen Grund dazu? Aber ich finde es schon mal gut, dass es so aufgebaut ist, dass man jetzt einfach schon mal von Anfang an sich so ein bisschen was erarbeiten muss. Wird man nicht so verwöhnt, weißt du? Das ist nicht schlecht, das ist nicht gut, das ist Schuh des Money too. Also jetzt am Anfang würde ich erstmal sagen, wir bauen uns auf irgendeine Insel, wo wir uns relativ sicher fühlen, wo wir vielleicht auch ein bisschen Holz finden oder sowas. Und dort... Holz. Hast du dich mal umgeguckt? Ja, wir müssen halt sicher bauen. Ich will in meinem Haus schon ein bisschen Holz haben. Lass mir mal kurz deinen Sand, bitte. So ein bisschen Holz vor der Hütte. Warte. Mit Q kann man das übrigens... Ja, sehe ich. So. Bitteschön. Ich brauche weiter Sand ab hier. Weil, läuft bei mir. Wenn wir jetzt Holz hätten, könnten wir Stein abbauen. Und mit Stein kämen wir schneller weiter. Ja, das aber ist mir auch klar, aber wir haben kein Holz. Wie tief ist denn das? Ah, ja. Ja, tief halt, ne? Ich bin froh, dass da unten kein End ist oder so. Ja, das wäre lustig. Ich schätze mal, unten wird Bedrock sein. Bedrock. Bett. Ich nehme mal die Druckplatten auch noch mit.
Einfach weil ich es kann. Ja, würde ich auch machen. Ne, würdest du auch machen, oder? Ist verständlich. Verstehen Sie, meine Damen und Herren? So. Hast du wieder eine Ladung Sand? Naja, für dich. Bitteschön. Oh, das war knapp. Danke. Ja, wir müssen jetzt Sand abbauen, ne? Ist super spannend. Sehr spannend, ja. Super spannend. Hyper spannend. Nichts anderes habe ich mir erwartet. Ja, wie gesagt, es ist halt eine Adventure Map, die auch etwas länger geht und da muss man halt auch mal ein paar Einbußen hinnehmen. Ein Bar. Max Bar. Ist dir übrigens aufgefallen, dass es Nacht ist, aber trotzdem Tag hell? Echt? Thanks to Lava, hinter dir ist ein Zombie. Was? Ich helfe ihm gerade ein bisschen zu mir zu kommen. Ist doch nett von mir, oder? Ja. Das ist voll nett von dir. Was ist mit dir los, Alter? Verpiss dich, Zombie. Können ja nicht in die Lava fallen. Ja, es gibt ja auch noch Lava. Warte. Da gibt's ja auch. Oh. Oh. So. Oder ich gehe auf Nummer sicher. Lol. So. Au. Back da. Mann, wir regenerieren nicht, also. Stimmt ja. Oblivion Spires sind wir hier. Irgendwas Schönes. Okay. Ja, da oben. Loch. Auf den Dingern gibt's sowas, oder? Ist ein Loch. Komm mal runter. Gibt's da oben auf den Dingern Kisten? Sehe ich das richtig? Au. Au. Bin gleich tot. Emma, ist sie seit Reit? Ich sehe. Ich reite dich! Ja, der ist nur auf mich. Dick. Au. Ich reite dich! Ich stell mich dazwischen! Ein Herz. Ja, verpiss dich! Ich bin runtergefallen im Übrigen. Ich glaube, ich gehe mal hier unten weiter. Creeper! Ich darf gerade nicht runterfallen, glaube ich, sonst bin ich tot. Was ist denn hier unten los? Ich bin tot. 1,5 Herzen. Komm mal her. Oh, ja. Hojo. Oh, Regeneration. Okay. Creeper. Ach ja, wäre ein Creeper-Spawner. Ups. Ich hab deine Sachen. Wo ist mein Schild? Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ich glaube, da hinten ist mein Schild. Ja. Ja, aber. Alter, das Schild ist ja Babu. Wir müssen uns was einfallen lassen, wie wir aus dem Loch hier rauskommen. Zumindest ich. Deswegen würde ich jetzt mal vorschlagen. Ich gehe jetzt da runter. Fuck. Alter. Ich teleportiere mich jetzt nicht zu. Ja. Scheiß auf das Schild, würde ich jetzt erstmal sagen. YOLO. So. Hier ist ja noch ein Creeper. Creeper! Ich würde sagen, wir müssen uns das einfallen lassen. Ja, ich laufe jetzt einfach mal durch die Landschaft und guck, wo über Kisten sind und. Oh, hier ist ein Haus. Alter. Oder sowas. Creeper hat mich weggeboostet. Darf man Glas abbauen? Man darf alles abbauen. Du darfst alles abbauen. Oh, hier geht eine Leiter runter. Ich werde gleich sowas von gefickt. Ja, hier ist gar nichts. Ich dachte, da steht jetzt schon. Was? Nichts, nichts. Du hast gedacht, ich sterbe jetzt schon? Vielleicht. Leck mir die Eier, hier sind Creeper. Verpiss dich. What the fuck, hier sind Zombies, Alter, what the fuck. Vielleicht krieg ich jetzt Stein, warte. Ja, ich hab Stein. Wie kriegst du das denn? Und hier ist Lava, durch den Creeper. Okay. Ich guck mich mal jetzt auf der Map um, also ich bin jetzt mal gespannt. Jetzt 3 Stein. Leck mir die Eier! Lol. Ich hab den Creeper noch explodieren gehört, Alter. Wie viele Monster hier auch einfach mal sind. Können wir nicht mal Climb Day machen? Ja. Yeah. Yeah. Ich bin ist übrigens. Wieder Tag. Ich bin tot. Nice job. Nice job. Ah, ich hätte eh nichts dabei. Nice job. Kann es sein, dass die Map ein bisschen. Dass wir Schwerter. Schwierig sind. Ach, Quatsch. Wie kommst du da denn drauf? I'm pretty sure that this. Also, ich wäre für eine Adventure Map mehr zu haben. Nein. Du Escaper Creeper. Ich hab mich einfach mal in die Lava reingeschubst, Alter. Miese Sau. Ich wollte eigentlich die Schilder lesen. Ist alles voller Lava! Ist alles voller Lava! Nein. Lava, nein. Lava, Lava, Lava! Mom, Mister Lava, Lava! I'm pretty sure that is a giant evil bad fortress. Okay. Da kann man irgendwie drüber gehen, habe ich das Gefühl.
Ich kann über Lava gehen. Nein. Echt? Kann ich nicht. Also, ich hab schon gedacht. Alter, ich mach jetzt hier Jump-Run-Skills. Skills! Warum höre ich hier andauernd Gas, obwohl hier keine Gas sind? Ich weiß es nicht. Vielleicht hast du Halluzinationen. Verstehst du Halluzinationen? Ich habe keine Halluzinationen. Halluzinationen. Dungeon 05, blow it up. Ach, deswegen sind hier so viele Creeper. Wie viel Gravé braucht man denn da? Das ist safe? Mich verarschen. Das ist safe? Ich glaube nicht. I think so. Wir können ja mal eine ganze Folge auf Englisch. I think so. Aber das hat schon jemand gemacht, habe ich gehört, no. Ne? Wie war das denn? My English is too bad for this shit. Ja. Ich jetzt hier hochjumpen, ne? Also da drüben, geht's ja, da drüben geht's ja noch weiter. WTF. Ich weiß gar nicht, wo du bist. Weißt du überhaupt, wo ich bin? Nö. Aber ist schon mal gut so. Ja, ich glaube auch. Wir gehen jetzt getrennte Wege. Ja. Okay. I'm sure I can make a jump'n'run. Yeah. Ario Shore. Shure. Shure. So, Bon Jovi. Bon Jovi. Schaff ich das? Schaff ich das? Er schafft es nicht! Nein. Er verbrennt! Geil. XD. Lol, Roffel. XD, Roffel, Copter. Hebt ab. Hör ich da eine Blaze? Da drüben ist eine Blaze. Wie kommt die denn da hin? Da hab ich doch gesagt, dass da eine Blaze ist. Da ist eine ein Blazer. Schon lustig. Oh, kann ich hier drüber? Sieht er mich hier? Sieht er mich hier? Ne, er sieht mich nicht. Dover Blaze. Ich glaube, wenn ich hier drüben bin, habe ich eine ganze Teil geschafft. Wahrscheinlich nicht, aber. Warum können Boote eigentlich nicht in Lava fahren? Leck mir die Eier! Ich glaube, der Dungeon ist gleich Schrott. Einfach da voll gesprint. So, ich bin über den Berg gehüpft. Steht auf dem Schild da. Hast du wenigstens schon Holz oder so? Killermaus, Paramount. Nee, ich kämpfe mich aber vorwärts. Was ist denn hier los? Alter, ich bin hier in irgendeiner Art. In irgendeiner Art. Das sagt mir viel. Was denn? Ach, warte mal, hier komme ich über die Brücke drüber. Jetzt komme ich in dieses fette Gebilde in die Mitte. Area. Oh, hier ist eine Kiste. Die haben auch alle Namen hier, die Area. Project Kill Protection, Alter. Rüstung. Ich gehe jetzt mal in diesen Dungeon hier in der Mitte. Hast du mich gehört? Hallo. Mein Name ist Svetlana. Ich habe eine Chain Chestplate mit Projectile Protection 4. Ja, die habe ich auch. Genau, die habe ich gerade auch gefunden. Dungeon 7, Upper Rage Shadow. Dungeon 6, Startle Rage Shadow Depths. Okay. Ich glaube, dafür bin ich noch viel zu noob. Ja, ist blöd. Alter, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Ich brauche bessere Waffen. Ich muss hier weg. Minecraft will mich gerade wirklich verarschen. Ich habe konstante 60 FPS. Warum? Auf dieser Map. Ich weiß es nicht. Ich bin gestorben. Echt? Oh ja, jetzt. Oh ja, jetzt. Erstmal 500.000 Tage später. Wo steht denn hier so? Wo steht denn hier so? Okay, hier ist safe. Okay, hier ist nicht safe. Also ich bin mit dieser Adventure-Map noch nicht so ganz im Reinen. Du hast sie ja ausgesucht, also. Aber ich weiß noch nicht so ganz so, ob ich das so... weiß noch nicht so ganz, was ich davon halten soll. Aber vielleicht wird das ja noch. Vielleicht muss ich das erstmal entfalten. Na, wer weiß. Also ich sehe weit und breit nur Lava, also. Ist auf jeden Fall eine schöne Welt zu leben, Alter. Los. Natürlich, ich wäre gerne in so einer qualenvollen Welt voller Lava. Gibt nichts Besseres. Ist doch geil. Ich habe jetzt schon 7, wie nennt man die? Flint. Weil ich die ganze Zeit Gravel abbaue, weil ich Gravel will und Gravel. Keine Flint. Gravel.
Gramel. Baust du Gravel ab? Ja. Okay, ich bin kurz in Lava gefallen, bin aber da erfolgreich dem Tod entsprungen. Hast du deine Chainplate geliefert? Ja, hab ich. Wollen wir nicht Keep Inventory True machen? Ja, das könnten wir theoretisch tun. Wie war denn das noch? Warte, ich messe. Game Rule. Ach ja, Game Rule. Keep True. Gut. I have it done. Okay. Was ist das da drüben? Das sieht auch interessant aus. Das sieht alles interessant aus, aber irgendwie kommt man nicht so recht hin. Ham ho. Ich hätte gern irgendwie ein Haus oder so, wo man wenigstens einen Spawn mit einem Bett setzen könnte. Ich sehe, da ist ein Baum. Das ist ein Baum. Vermasselst jetzt nicht, Alter. Wenn du das jetzt vermasselst. Ja, wir haben ein Keep Inventory. Es kann dir trotzdem in die Lava fallen, du Dödel, Alter. Ich seh'n Baum. Baum. Ich seh nur Lava. Die ganze Zeit Lava. Ja, dann komm mal zu mir. Nee, das ist ja langweilig. Bei mir ist die Hoffnung. Bei mir ist auch eine Hoffnung. Naja. Die Hölle zu kommen. Nee. Ach, ich kann doch die Kisten abbauen, ich Trottel. Warum tue ich das nicht? Nee. Baust du die Kisten ab? Nö. Bau mal die Kisten mit ab. Dann brauchen wir nachher keine bauen. Die Kisten. Wir bräuchten natürlich auch... Wo steht denn der Baum? Ich habe ihn da eben noch gesehen. Jetzt hat er den Baum verloren. Ach nee, ich bin dran vorbeigelaufen. Alter, ernsthaft? Erstmal meilenweit dran vorbeigelaufen. Hey, hier ist Dungeon 01. Spire Caves. Das ist der erste Dungeon hier. Toll. Ich bin nicht 3000 Meter weit weg. Das ist der erste... Naja, der erste Dungeon könnte ja theoretisch einfach sein. So. Ja, das kann gut sein. Theoretisch. Trotzdem, oh, Alter, ich habe einen Baum gefunden. Ich habe einen Baum gefunden. Und er trägt deinen Namen. Wir sind übrigens dran vorbeigelaufen. Das ist da, wo wir uns rübergebaut haben. Echt? Ja. Das ist sogar da, echt? Wo wir gespawnt sind, Alter. Nein. Das ist die Spawn-Insel, na klar. Was einfach mal schicki-micki dran vorbeigelaufen. Ja, geil. Okay. Brennt eine Kiste ab, weiß ich nicht gerade. Ich weiß nicht, ich muss erstmal sterben, weil ich konnte nicht mehr sprinten. Alter, ohne Scheiß, wir sind direkt an dem Ding mal vorbeigelaufen. Wie heißt das denn? Komm einfach mal zum Spawn. Also sterb ja, oder so. Ich baue mich mal drüber, also. Ist schon ganz sneaky hier. Kommen Sie mal zum Spawn, ja? Kommen Sie mal zum Spawn. Wie soll ich denn hier hochkommen? Unfallfrei. Hast du eigentlich eine Vollkaskoversicherung für dieses Let's Play abgeschlossen? Ja, natürlich. Mit Game Rule Keep Inventory True. Siehst du? Wie viele Minuten haben wir denn? Soll ich mal nachschauen, ja? So einen vorsichtigen Blick wagen. So. 18 Minuten so, weißt du so? Ja, siehst du, mein Zeitlimit sagt mir das schon. Ja. Deine eingebaute Schaltuhr. Ja, natürlich. Ja gut, ich würde sagen, wir sind in der nächsten Folge wieder. Jetzt haben wir einen Baum gefunden, jetzt wird alles gut. Das glaubst du. In Wirklichkeit wird alles schlechter. Ich weiß, dass alles gut wird, weil ich habe jetzt Hoffnung. Wir können uns jetzt Werkzeuge bauen, Alter. Du baust erstmal ein Werkzeug und das ist eine Spitzhacke. Wenn du irgendwie ein Schwert baust, dann bringe ich dich an. Nein, es ist ja ein ganzer Baum, ein Riesenbaum, also. Ja, und trotzdem. Den müssen wir dann natürlich wieder anpflanzen, ne? War der Erde unter? Nee. Gravel. Ich weiß nicht, ob der auf Gravel wächst. Nein, tut er eigentlich nicht. Wir müssen eigentlich erstmal ganz vorsichtig den Baum so ein bisschen abtragen. Pass aber auf, dass das Saplings sind. Also wir beenden jetzt erstmal die Folge. Ja, machen wir erstmal. Verstehen Sie, meine Damen und Herren? Das kann doch nicht wahr sein. Doch, siehst du ja. Das siehst du ja. Du kleiner, abgefriemelter. Bitte? Es leckt gerade. FPS? Ja, FPS. FPS-Lag. Man hätte ja auch gleich mal gucken können, ne? Aber du machst ja deine Augen nie auf. Nö. Ich hab nicht umsonst. Hey, hast du das im Chat gelesen? Ja. Siehst du? Vertrau dir trotzdem nicht. Wir können ja auch so ein Battle rausmachen, oder nicht?
Nö, ist eigentlich lame. Weil ja, stimmt, dann habe ich auf der Map hier hat man ja, schon ja, so recht. Oder so genug Probleme, glaube ich. Da oben ist ein Spawner drin. Was ist das denn? Ein Spinnenspawner im Baum? Okay. Wo ist ab? Ja gut, jetzt machen wir aber echt Folgenende. Und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss. Und so. Ja.